Was geht, meine Aussie-Fighter-Hose, die auch noch auf der japanischen Version ist nun LR Super Saiyan Goku erschienen im Double Raids Banner. Und der Fakt, dass es ein Double Raid Banner ist, hat es mir sehr angetan. Dementsprechend werden wir gleich ein paar Summons raushauen. Lass uns ganz schnell die Merry Christmas Campaign Infos angucken für JP. Wir haben einen Login-Boni, ähnlich wie auf Global gibt es Wallpaper, Red Dragon Sword und so weiter und so fort. Loggt euch am besten logischerweise ein. Checkt das Ganze aus. Sie haben Special Missions. Da blende ich euch mal sofort die Übersetzung ein. Shoutout an Gaming with Talent, der hat das Ganze übersetzt. Und zwar gibt es aus diesen Special Missions gewisse Christmas Bells, sehr viele Christmas Bells, also Christmas Glocken. Und wenn ihr diese einsammelt, könnt ihr euch diese im Barbershop eintauschen gegen gewisse Währungen, beziehungsweise, um es richtig zu sagen, gegen gewisse Items. Diese Items sind unter anderem auch die ganzen Santa Claus, also sei es Goku, Trunks, Sumai und Roshi, also sind das an der Stelle auch Free Ender Kai so gesehen. Und ein bisschen mehr, Freunde, könnt ihr euch gerne abchecken, was es da zu holen gibt. Ihr habt es auch schon gesehen, wie gesagt, einen Red Dragon Stone gibt es, den bekommt man aus dem Login, und es gibt auch einen blauen Dragon Stone, diesen muss man sich aber käuflich erwerben. Außerhalb davon, Freunde, haben wir ansonsten all das, was wir in den letzten Tagen besprochen haben. Double Raid Banner mit LR Super Saiyan Goku ist online, gehen wir gleich rein. Wir haben LR Kai Banner, wir haben Dragonstone Sale, könnt ihr euch gerne abchecken. Wir haben hier das mit den Bells, wir haben das ist, wegen den blauen Charakteren. Zeigt euch an, welche blauen Charaktere es hat, welche roten Charaktere, also mit den roten Drachenstein. Wieso sage ich immer ab und zu manchmal Drachenstein? Mit dem roten Dragonstone, mit dem blauen Dragonstone. Wir haben EZA Area für den Super Saiyan Vegeta und Shanks mit den Heroes Charakteren, also Hero Exclamation Plan Charakteren, die es zuvor gab für die drei Kerle hier. Ansonsten haben wir die Story, wenn sie hier zurück sind, Freunde. Und ganz wichtig, das World Tournament beginnt Freitag nächste Woche am 20. um 9 Uhr morgens. Alles klar, Freunde, so viel dann auch dazu tatsächlich. Heißt Double Raid Time, Freunde. Double Raids Banner. Nicht umsonst hauen die einen Double Raids Banner raus, weil, wie bereits im gestrigen Video erwähnt, erscheint üblicherweise dann Ende Dezember ein Dual Dokkan Festival. Und zuvor hauen die gerne einen LR raus. Dieses Mal haben wir LR Super Saiyan Goku. Wir haben 12 SSR, die featured sind mit ihm. Ist halt üblich, Freunde. Das sind LR Banner. Das ist halt, das läuft halt so. Also, wenn ihr hier reingeht, dann wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Das ist ein guter Charakter. Falls ihr schon gesummt habt, lasst es mich gerne wissen. Die Sache ist, wie gesagt, Bert im Hinterkopf. Dual Dokkan Festival potenziell Ende Dezember auf JP und dann die Neujahres-Step-Up-Banner ebenso. Also man müsste hier nicht unbedingt reingehen. Bisschen schade, dass wir blaue Coins bekommen, weil mit den gelben Coins kann man LR aus dem Shop holen. Ansonsten vorne 10% für Featured-Charaktere aufgeteilt durch 12, 10% aufgeteilt der Nicht-Featured-Charaktere pro Multi gibt es einen Santa Claus Goku. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Guck mal, was hier abgeht mit unseren Multis. Oh, okay. Ich sag nichts. Whis fliegt mit, also Whis-Animation kann sich triggern, auch wenn Whis alleine fliegt oder Beerus alleine fliegt. Wenn es aber Whis und Beerus zusammen sind, dann kommt es garantiert zur Whis-Animation und jetzt dreht die Zeit zurück. Hier hatte der Boy keine Lust. Und Double Raid, ich will, ja, guck mal, also Double Raid ist dann schon heftig, aber im Endeffekt ist es trotzdem noch Glück, wisst ihr, was ich meine, also ob man was sieht oder nicht. Ja, reine Glückssache, aber ich hoffe, um mir zumindest mal ein paar geile Summons hier sehen zu können mit den Double Raids. Der ist featured, richtig? Piccolo. Glaube schon. Wir haben es gerade angesehen. Ja, ich denke schon, dass er featured war. Okay, ein Featured haben wir zumindest gezogen. Nicht featured. Aber Freunde, die GSSR-Slots sind halt hier umso geiler. Mit Double Rates, weil da 95% ist er zu 95% ist er nicht featured. Und warte mal, jetzt sollten das sogar. Warte mal, ich muss. Ich, warte mal, jetzt haben wir Double Rates, Mann. Lass mir ganz kurz einen Blick in die Rates werfen nach dem Multi. Okay, okay. Aber der ist halt dementsprechend geil wegen den ganzen LR, die nicht featured vertreten sind, ne? 3 SR nehme ich an, auf jeden Fall in meine Multi. Und wir bekommen hier, wie gesagt, die 10 Coins und leider die blauen Coins. Und dann halt noch unseren Boy Santa Goku. Und so haben wir hier, wie gesagt, GS, ja, 90%, genau. Logischerweise ist der Double Rate. 10% aufgeteilt durch 12 Charaktere, 90% aufgeteilt durch nicht featured Charaktere. Puh, ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt, was hier gleich noch droppen wird. Oh. Okay, sorry. Ich muss kurz wieder vergewissern, ob ich auch alles richtig gesagt habe. Ich früh am Morgen. Ihr merkt es auch schon. Der kam schon zweimal, der Boy. Was geht mit Whis? Der kam schon zweimal. Der tut irgendwas teasen. Okay. Okay. Wenn er das zurücktritt, glaube ich aber nicht. Oh mein Gott! Wir haben den neuesten LR! Whis-Animation zum ersten Mal! Whis-Animation zum ersten Mal! Oh mein Gott, sieht das geil aus! Oh mein Gott, sieht das geil aus!
Und das heißt, du hast den neuesten LR im LR-Banner. Freunde, wir haben LR Super Saiyan Goku. Oh, Fake Gohan, oh mein Gott. Whis Anima. Ich wusste es, der hat irgendwas an... Da ist der Boy! Don't underestimate me. Boom! Ich wusste es, der hat irgendwas angeteased, hat der Boy. Der hat mir irgendwas, hat der uns angeteased. Unglaublich. Zweiter Multi. Jawohl, das nehme ich an. Jawohl, oh mein Gott. Whis... Back-to-back kam der. Ich wusste, das stimmt was nicht. Der hat Super Saiyan 3 zurückgedreht. Nehme ich an. Auf jeden Fall. Ich hätte nie gedacht, dass ich so früh die Whis-Animation bekomme. Oh mein Gott. Also jetzt an sich nach den neuen Animationen, sei es JP oder Global. Heftig. Leo, mein Gott, sieht das geil aus mit der Whis-Animation. Oh mein Gott, sah das geil aus. Und wir haben den Boy. Wir haben den Boy LR Super Saiyan Goku. Das ist halt genau das. Sehr geil, Freunde. Das freut mich doch. Ah, wir hauen das Ding runter. Wir hauen das Ding runter. Nach so einem Hype kann ich aufhören. Komm, das mach mal runter. Noch drei Mutis hauen wir schön raus. Klar, wie gesagt, du Duck anfällst und sein sofort. Komm, potenziell noch. Lass mich mal gerne wissen, was denkt ihr? Welches Dual Dokkan Fest kommen könnte. Kawaii hat letztens, sag ich gestern was, glaube ich. Den hat jemand gefragt, ey, was kommt als Dual Dokkan Fest? Weißt du das? Unser Antwort auf Twitter. Und er hat nur mit einem GIF geantwortet. Ein GIF, in dem Majin Vegeta gegen Super Saiyan 2 Goku kämpft. Freunde, ich hab's euch seit langer Zeit gesagt, ein Super Saiyan 2 Goku gegen Majin Vegeta, das fehlt noch. Also ich könnte es mir echt vorstellen. Ist wie gesagt nichts beschädigt oder so. Aber ey, diejenigen, die nicht wissen, wer Kawaii ist, ist ein Leaker, sag ich mal. Freunde, ich sag's euch, also, da könnte schon was gehen, so ist nicht. Warte mal, wir haben jetzt zwar Double Raids Banner, aber ich überlege gerade. C13 brauche ich nicht unbedingt. Ich glaube, wir bleiben beim Double Raid Banner. C13 ist nämlich auch noch online, wenn mich alle... Oh ne, der ist, glaube ich, auch offline mittlerweile. Lass mich ganz kurz die Banner abchecken, Freunde. Zwei Mutis haben wir noch gegen Ende des Videos. Ah, der ist echt online. Ach nee, der müsste nicht unbedingt sein, wenn ich ehrlich bin. AGL Banner. Ah komm, nee. AGL-Banner wäre in dem Fall nicht schlecht, weil da LRK Flakazen, Baby, Majin und Mighty Mass, klar, dieser Goku ist noch nicht drinnen, weil das AGL-Banner zuvor online war. Koredeo Warida. Featured Charakter. Aber in AGL-Banner ist das interessant, weil da nur AGL-Charaktere drin sind. Aber komm, wir haben hier Double Raids, wir bleiben hier. Nach dem heftigen Pull, oh mein Gott. Ah, der ist featured, schade, okay. Der war featured an der Stelle. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat oder im Endeffekt dann noch gefällt, dürft ihr das auf jeden Fall gerne ein Like geben. Vielen Dank für eure ganze Unterstützung, Freunde. Wenn ihr das Ganze weiterhin unterstützen mögt oder neu hier seid, auch gerne ein Abo da lassen. Ich habe in der letzten Zeit sehr viel von euch bekommen, zwecks Post. Ich muss heute zum Beispiel noch was abholen gehen. Richtig cool von euch, also wirklich vielen Dank. Ich werde dann wahrscheinlich ein kleines separates Video dazu machen, weil ich schon ein bisschen was bekommen habe, sag ich mal. Eigentlich wollte ich das so als Intro so gesehen nutzen vor den Videos, aber wir haben ja gerade Intros mit den Adventskalendern. The Legend Bergamo! Zu dem kommt auch noch was, Freunde. Auf JP hatte sein Awakening noch nicht, aber ja, The Legend Bergamo nehme ich an. Deswegen, das kommt auch noch auf jeden Fall. Und ich habe auch noch ein Display von Dragon Ball Super von dem neuesten Set. Kommt auch noch auf jeden Fall. Kommen wir zum letzten Multi. Mit der Whis-Animation, dass der mit der Whis-Animation kam. Richtig geil. Hashtag OneLastMulti hauen wir hier raus, Freunde. Wie diese auch verlaufen mag. Das Video war auf jeden Fall genial. Wir haben hier nichts. Okay, doch, wir haben hier nochmal einen Featured-Charakter. Charakter. Korrede Owarida. Wenn jetzt ein Double-Stream kommt, ist es ein LR so. Hör auf, please. Der hat nicht Dreams, Leute. Der hat nicht ganz kurz Dreams, dass da was geht. Ah, Vegeta. Okay, der ist featured. Den nehme ich an. Den kann ich, glaube ich, sogar noch nutzen. So ist nicht. Ah, weil Goku. Oh mein Gott, dass das mit Goku geklappt hat. Geil, ey. Richtig geil. Richtig geil, auf jeden Fall. Freunde, zu dem Boy kommt natürlich dann auch noch die Tage was. Bin gespannt. Ich habe leider keinen Namen mit Goku wegen Super Saiyans Leader. Aber in einem Pure Saiyans Team kann ich zum Beispiel schön spielen mit LR Califlo und Kane in der Rotation. Da ist unser Boy Whis.
Ja, Whis, das war. Oh, das war noch nicht alles. Ich wollte sagen, wenn es der GSSR ist, mögen wir unseren Boy Whis hier segnen oder er hat uns an der Stelle gesegnet. Das war ein Video von Whis, Leute. So viel zu diesem Video. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Unglaublich, wusste bei euch. Schaut den euch an, Freunde. Wir haben den tatsächlich gezogen, den neuesten LR. Ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zusehen, wie gesagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, falls ihr zusammen werdet. Egal wo, ich hoffe, ihr sehr, sehr viel Glück. Egal bei was, Freunde, sehr viel Glück. Bleibt dran und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done next time.